Ja, schmerzlich willkommen bei minenraber.de. Wir spielen Minecraft und wir haben hier in der letzten Folge angefangen, unseren Strandspawner, einen Skelettspawner, der sich hier drunter noch verbirgt, freizuschaufeln. Der ist hier mitten in einem See. Wir haben das alles trockengelegt und wir haben auch Besuch bekommen. Ja, da in der Ecke, ihr seht ihn schon, das ist er ist auch nicht alleine. Ich glaube, er hat auch noch so einen Kumpel dabei. Leute, ihr könnt hier nicht mitmachen, wir sind völlig ausgebucht. Ja? Mein Gott, die führen aber auch ein Leben, ein Untotes. Das ist eigentlich sehr schön, man kann die gar nicht töten, ne? Weil, wie soll das gehen, ne? So, hier, wenn die schon tot sind, also so ein Gerippe. Also, das sind ja nun Untote. Und das ist ein bisschen schlecht, den auch nochmal umzubringen, oder? Ja, komm so. Ja, da musst du auch schon ein bisschen näher kommen. Ja, also, logischerweise müsste das doch eigentlich so sein, dass wenn man einen Untoten nochmal tötet, dass er da wieder lebendig wird, oder? Also, ich meine jetzt so richtig, dann wird er wieder ein Mensch oder so. Und hier, ne? Ich stelle mir das gerade so vor, ne? Wachst du wieder so auf und denkst, och, was ist denn los? Warum bin ich so dünn? Ja, Mensch, du triffst mich doch eh nicht. Du hängst doch fest. Wie kommt der denn da noch rein? Wie ist der denn da noch? Hier sehen wir auch dieses bisschen so Mossstone. Das ist noch von dem, ne? So übrig geblieben. Ja, ich muss mal gucken, dass ich da jetzt mal näher rankomme. Da wäre hier, das kostet jetzt auch zu viel Zeit. Da, guck mal da. Komm her, komm. Kummel. Na, also. Was ist denn hier? Ist da noch irgendwie eine Höhle oder was? Nö, das ist, die waren hier doch ziemlich. Die müssen hier drin gespawnt sein. Jetzt mache ich das hier direkt mal zu. Das ist besser. Ne, hier machen wir erstmal schön die Wand zu und dann gucken wir uns das in Ruhe nochmal an. Da hinten soll, in der Richtung soll der Ausgang hin. So, ich buddel auch mal weiter. Ich sehe, ich bin schon ein bisschen weiter gemacht. So ein paar Etagen hier. Ja, Schippe, Schippe. Hä? Keine Schippe mehr? Oh, es wird auch schon wieder dunkel. Ach du meine, ja gut, das trifft sich ja gut. Da müssen wir mal eben zurück ins Haus. Hier mal hoch. Das legen wir auch noch trocken. Da kommt ja hier so Eingangsbereich hin. Da unten Schnetzler und so Geschichten. Stelle ich mir unheimlich gut vor. Fantastisch. Ja, dann renne ich nach Hause, bin ich sicher. Dann baue ich mir eine Schaufel. Dann übernachte ich mal. Und dann renne ich wieder raus. Und dann machen wir weiter da. So. Was brauche ich denn dafür? Ja, natürlich brauche ich hier sowas. Und den Rest habe ich schon dabei. Ja, ich habe euch ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ne? Wir haben hier 500 Folgen, haben wir schon ausgefüllt eigentlich. Nein, was mache ich denn hier? Hacken habe ich doch. Also ich habe Themen für 500 Folgen mindestens. Ja, und das ist halt so schön, dass ihr auch manchmal mitmacht und das ist einfach. Einfach was ganz anderes, als wenn man jetzt hier so immer dreht und es gucken dann doch nur irgendwie ein paar Leute zu. So ist man natürlich viel motivierter, da mal so ein Projekt hier so richtig durchzuziehen. Das ist natürlich euch zu verdanken. Was brauche ich das auch noch hier? Ich bin jetzt hier gerade am Überlegen, weil den ganzen Gravel brauche ich doch jetzt erstmal nicht mehr in diesen Mengen jedenfalls. Ne, lasse ich den erstmal auch wieder hier. Verstopft mir ja doch nur alles, kommt so 264er oder sowas. Das ja, komm, das reicht auch. So, da haben wir immer noch genug. So. Sand, ja, der Sand kann da rauf. Noch mehr Sand kann da rauf. Das kann auch noch da rein. Ja, ist doch wunderschön. Da wunderschön ist das doch alles. Die ganzen Kotlets habe ich extra eingesteckt, damit ich mich heilen kann immer, ne? Aber habe ich gar nicht gebraucht. Umso besser, umso besser. Das brauche ich jetzt erstmal auch noch nicht. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. So, das nehmen wir wieder mit und sortieren das kurz ein. Dann haue ich mich auch eben oben hin. So, das ist alles okay. So können wir das lassen. Ja, und es ist natürlich auch so, dass inzwischen, es tut sich immer mal wieder was auf von wegen Projekte und was weiß ich, Partnerschaften und so. Und ich kriege inzwischen auch viele Anfragen von anderen Webseitenbetreibern und anderen Let's Playern und wenn man mal zusammen macht und vor allem auch Serverbetreibern. Ich werde also demnächst auch mal andere Server besuchen, so Serverwelten
um da mal so Review-Videos so zu machen, so ganz locker und lose, so, also jetzt nichts Reißerisches und sowas, einfach so wie ich halt bin, schön, alles immer positiv, lustig, spaßig, ne? Ist alles nur ein Spiel und soll einfach nur lustig sein und deswegen braucht auch keine Angst zu haben, dass ich irgendwie mal auf so einem Server aufkreuze und dann hinterher alles irgendwie niedermache oder so, und so einer bin ich ja gar nicht, ne? Es sei denn, ihr seid einfach scheiße, dann mache ich das natürlich trotzdem. Ja. Jetzt habe ich schon wieder das böse Wort gesagt. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Kann ich schon nach draußen rennen? Habe ich hier schon alles? Ja, ist alles okay. Dann rennen wir schnell wieder zurück. Ich möchte jetzt endlich diesen blöden Boden noch fertig kriegen. Da, das hole ich mir auch. Das hole ich mir. Das hole ich mir. Jetzt werde ich bestimmt wieder angegriffen. Mal hier diesen. Das müssen wir alles mal irgendwie reparieren auch, ne? Die ganze Erde, die ich da habe, die werde ich hier einfach mal reinschmeißen. Das ist doch viel besser, als jetzt hier immer diese komischen, hässlichen Löcher zu haben. Da hinten stirbt gerade einer. Da ist auch schon wieder, das ist dann echt die Creeper-Ecke. Und da ist eine Spinne auch noch. Also wo sind wir denn jetzt hier gerade noch vorbeigelaufen? Ah. Ich denke mal, der wird uns aber jetzt nicht mehr aufspüren, der Creeper, wenn ich jetzt erstmal hier drin bin wieder. Diese Leitern wollte ich mir doch noch machen, na, ne? Ist ja jetzt auch egal. Das können wir immer noch. So. Da sind wir schon auf Höhe des Spawners langsam. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, Partnerschaften hier, ne? Ihr kennt ja sicher CubeNetwork.com. Da ist er. Großer Moment, ne? Ja, cube-network.com und minenarbeit.de gehen jetzt so ein wenig Hand in Hand. Also schlimm ist es nicht, ja, aber wir fühlen uns so gegenseitig ganz toll und haben beschlossen, einfach auch ein bisschen mehr miteinander zu machen. Wie das auch immer sein wird, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe sowieso keine Ahnung, ne, und jetzt noch weniger. Also wir müssen einfach mal gucken, also, dass ich da vielleicht auch öfters nicht mal auf den Server blicken lasse. Das ist noch nicht geschehen im Moment. Das ist aber, sind jedenfalls, ich wollte jetzt einfach nur sagen, es sind nur Dinge, die sind in Vorbereitung und im Gespräch, was dann da jetzt tatsächlich so an partnerschaftlicher Zusammenarbeit herauskommt, was dann auch für euch halt von Nutzen ist. Ne? Es soll ja auch für euch immer unterhaltsam bleiben. Ne? Das ist natürlich jetzt noch dann einfach die Frage. So, da haben wir den schönen Sledge-Spawner. Und dann machen wir da erstmal ein paar Fackeln dran, ja, damit wir jetzt hier, Tag ist das kein Problem. Aber das wird ja nicht Tag bleiben, wie ich das Spiel so kenne, ne? Das Expertenwissen, was ich jetzt an euch weitergebe, ne? Nachts wird es in Minecraft dunkel. Ja, und dann kommen hier Spawner, aus dem Spawner kommen dann Skelette raus. Da sieht ihr schon hier, wie das so, ne? Da ist schon das Skelett, das sieht man schön da drin rotieren. Sehr wertvoll. Jedenfalls ist das Expertenwissen. Ne, da wollte ich auch schon mal so ein E-Book drüber schreiben und euch für 20 € verkaufen. Ne. So, ich wundere mich gerade, ich bin etwas abgelenkt. Nicht, weil ich jetzt hier diese schönen Kisten gefunden habe. Das stecken wir auch direkt ein. Da zögern wir nicht lange. Einmal brauchen wir auch noch. Ah, ein Sattel. Super. Kakaobohnen. Herrlich. Nein, draußen auf der Straße ist gerade hier irgendwie ein Hallas. So, also da machen irgendwie Leute Radau und tanzen rum. Also ich bin jetzt völlig überwältigt, dass jetzt meine Fans sogar schon bei mir zu Hause vor der Tür stehen und um Einlass bitteln und bellen und keine Ahnung. Und tuten und hupen und machen. Jetzt ist erstmal mein Inventar auch noch voll. Die Kiste kriege ich noch mit. So, dann haben wir hier schon mal so einigermaßen dafür gesorgt. Jetzt donnert es draußen auch noch. Ich bin jetzt hier so völlig so. Wenn ich jetzt hier auch noch irgendwie ein Zombie stünde und es gerade Nacht würde, dann würde ich jetzt hier wirklich zittern vor Angst und ich hätte Schweißausbrüche. So, jetzt habe ich Folgendes vor. Ich möchte jetzt hier diesen Bereich so als Eingangsbereich für diese Pfeilfabrik herrichten. Mache ich ganz einfach hier auch nochmal wieder abstecken, so ein bisschen. Ach, nicht so ungeschickt hier, Frau Budler, ja? Herrlich.
Ja, das Buddeln ist doch immer noch das Schönste. Ja, hier geht's dann rum. Guck mal, da kann ich auch die Schaufel nehmen. Das geht schneller. Hier brauche ich ja keinen Wassereinbruch zu befürchten. Da kann ich auch reinhauen. Immer wieder mal ein kleiner riskanter Blick hier in die Gegend. Schön. Boah, dann haben wir ja mal endlich mal richtig was geschafft, finde ich so, ne? Also ich. Das ist halt, ich gewöhne mich mal langsam so daran, dass ich halt eben beim Quatschen dann auch noch mal ein paar Sachen mache, ne? Ach so, warte mal, so bis so weit wollte ich eventuell gar nicht. Hier soll. Müssen wir mal gucken, wie das ist. Es sollte jetzt erstmal nur so ein bisschen angelegt sein. Jetzt machen wir das mal hier trocken. Ja, so genau. Das ist eine gute Sache. Das ist wirklich nützlich, ne? Weil wenn wir den jetzt abbauen, das Geröllzeug, dann kriegen wir wieder den Feuerstein da raus, ne? Und das ist eigentlich. Ja, eigentlich eine ganz coole Sache. Das ist rentabel, sag ich mal so, ne? Alle anderen Materialien, die würden nichts wieder abwerfen. Pass auf, jetzt probieren wir es nämlich auch. Das seht ihr nämlich auch gleich. Jetzt komm, komm, Feuerstein, Feuerstein. Da ist er. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Wieder so ein typischer Minenarbeit-Moment, wo ich dann großartig einen erzähle hier, ne? Wie toll alles ist und dann. Und wie das funktioniert, und dann machst du das, dann klappt das überhaupt nicht. Und jetzt ist zum Beispiel auch mein Inventar völlig voll. Das nützt mir jetzt hier alles überhaupt nichts. So, aber ist egal. Das wird jetzt alles hier weggegraben. Ich glaube, ich muss noch tiefer hier. Ne? Das muss alles noch. Erstmal muss er hier auch noch im Boden rein. Ja, das. Unter die Wände. Das muss ich alles noch machen. Da müssen wir hier irgendwelche Treppen reinbauen und so, dass es schön ist. Ach, wie machen wir das denn nur? Ne? Das ist ja jetzt hier wirklich. Schon wieder eine Schaufel kaputt. Gucken wir mal, kann ich jetzt hier durchbuddeln? Oder ist da Wasser? Nö, ist okay. Ja, so ist auch gut. Mal direkt mal hier die Wände machen. Was ist das denn da? Aha. Können überall Koppelsteine rein. Gut, dass wir so viele haben. Ne, unsere ganzen Höhlenexpedition oder beziehungsweise unser Felsenturm hier in Bad Schönfels. Ne? Er hat natürlich ordentlich Material abgeworfen. Ach ja, hier. So. Wieder eine Schaufel. Ach, guck, der war dann soweit. Ja, jetzt war ich dann doch zu leichtsinnig. Aber ist kein Problem. Ne? Das ist eigentlich sowieso nicht so richtig ein Problem. Nur wenn man wirklich unter Wasser ist, dass da wirklich alles kaputt wird, gemacht wird direkt. So ungefähr ist das schon mal von der Grundkomposition alles okay. Ah, schon mal ein Anhaltspunkt. Da unten ist er, der kleine. Ja, da müssen wir natürlich gucken, das ist jetzt so tief. Aber egal, machen wir jetzt. Ich wollte vorher hier machen wir die Decke wieder drauf in dieser Höhe, dass wir die obere Reihe wieder abschlagen und hier drüber dann den See wieder. Fließt bis zu dieser Hausgrenze, dachte ich jetzt. Ja, und da kann man da unten machen wir noch so zwei so Strömungsschächte hin. In diese Richtung fließen die ab. Da bauen wir dann eine Falle rein. Das machen wir dann am besten dann gleich in der nächsten Folge. Das ist jetzt. Ich gehe mal eben Leitern machen. Das ist irgendwie praktisch, um mein Inventar so ein bisschen leeren. Rennen wir mal wieder zurück. Können wir noch einen Weg anlegen? Ach, das wollte ich auch noch machen. Da hinten sollte noch eine Plattform hin. Vielleicht kann ich die mal eben in der Zeit noch eben anfangen. Noch eine Minute haben wir noch hier. Ja, hier soll nämlich noch so eine Terrasse hin oder so. Da müssen wir hier noch so ein bisschen Berg weghauen. Mal gucken, was wir in dem Tal der Goldeimine noch machen. Wollen wir da vielleicht auch noch irgendwas anlegen, obwohl ich hab mich ja ein bisschen verliebt in die andere Gegend da hinten an der Silbermine. Da das Tal davor und so, das fand ich ja total schön. Das ist ja eigentlich auch irgendwie für eine kleine Stadt oder so oder eine kleine Burganlage. Burg muss ja vielleicht nicht unbedingt oben auf dem Berg stehen. Das ist ja hier nur in Deutschland eigentlich so. Guckt euch englische Burgen an, die sind vom Baustil meistens im Tal gelegen. Ne? Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich haben wir in Deutschland einfach mehr Berge oder so, keine Ahnung, warum das so ist. So, und mit diesen letzten Schlägen meiner Steinaxt haue ich jetzt hier auch mal diese Folge wieder zu Ende.
Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es mal gut. Ich mache hier noch weiter.